Herzlich willkommen am Silvesterabend. So, heute war auch wieder ein feines Zwirn an hier. Heute ist Küchenparty. Ne? Ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Partyanlass heute. Ja? Nicht so wie Weihnachten, ne, Stefan? Ja. Da war ja sehr festlich. Genau. Und heute ist ein bisschen mehr Party angezeigt, okay? Und ich nehme euch jetzt gleich einmal mit hier einmal rund ums Buffet, dass ihr einmal sehen könnt, was wir heute machen. Vorbereitung haben wir extra heute nicht gefilmt, weil wir das fürs nächste Jahr aufsparen. Ihr könnt dann gerne mal in die Kommentare schreiben, was genau ihr denn sehen wollt. Genau, was wollt ihr denn überhaupt wissen? Richtig, das wäre mal ganz interessant. Aber wir gehen einmal so rum, oder, Stefan? Ja, genau. Wollen wir noch einmal kurz das Restaurant zeigen? Wie die Küche aussieht? Können wir einmal machen. Seht das, ne? Überall Luftballons und so, ne? So richtig schön, wie man das kennt. Schön festlich. Genau. So, gehen wir. Hier, Stefan, der ist auch da, genau. Ja, siehst du, die wird schon erkannt. Warum haben die dich erkannt? Ein Stück weiter gehen? Warum haben die dich erkannt, Stefan? Warum? Sag mir. Vielleicht, es könnte eventuell an der Kamera in deiner Hand liegen. Kann daran liegen, dass du eine Kamera in der Hand hast. Aber warte mal, das passt noch nicht ganz hin. Also. Küchenparty bedeutet, die Küche ist geöffnet. Hier ist ein grüner Teppich, kein roter, sondern ein grüner Teppich für die Gäste, dass die den, sag ich jetzt mal, den Laufweg sehen, ne, wo sie lang müssen. Die Kellner arbeiten hier ganz normal, Getränkeoffice ist ganz normal geöffnet. Die Leute werden also hier durchgehen, zwischen den Kellnern herlaufen und so weiter. Hört sich wuselig an, ist gar nicht so schlimm. Ja, ist gar nicht so schlimm. Entzerrt sich auch, weil wir die Vorspeise servieren. Ne? Und dann kommen die Gäste ja nach und nach. Also, ne? Verstanden? Wir können ja nicht alle Vorspeisen sofort gleichzeitig servieren, sondern nur stationsweise. Und dann kommen die Gäste auch stationsweise zum Buffet. Ne? Deswegen machen wir das. Übrigens, in dem Heiligabend-Video wurde ja nochmal gefragt, wie das eigentlich mit dem Spülen geregelt wird. Hier Ach so, im Hintergrund ja. Hier ist die Landestation, ne? für die Spüler, beziehungsweise für die Kellner. Dann sind hier unten die beiden Restmüllcontainer. Ja, das heißt also, wenn etwas auf dem Tisch, auf dem Teller übrig bleibt, wird das abgestrichen und da reingeschmissen. Besteck kommt hier rein, Teller, Tassen hier rein. Und die Spüler nehmen sich das dann auf der anderen Seite einfach so rüber. Ja? So. Und das hier ist eine Spülstraße. Der zieht sich das einfach nur darüber. Und das geht dann einmal so im Rechteck rum, ja, dass das, und dann kommt das da drüben dann gespült und getrocknet wieder raus und wird einfach nur einsortiert und dann in Wagen einsortiert und die werden dann zum Buffet wieder hin mitgenommen und dann passt das so. Ne? Küche macht gerade Meeting, ne? Ne? Und Trinkgeld gekriegt, also nicht ich, sondern Küche, das kriegt jetzt der Herr König. Ach cool, der kriegt jetzt das. Einfach bezahlen. Einfach ins Meeting reinquatschen. Das ist unmöglich. Ne? Also, ich erkläre das mal ganz kurz. Ja? Wir sind jetzt alle hier auf Sendung, weil er fragt jetzt auch mal, er weiß, was alles da ist, aber er will es von den jeweiligen Posten richtig wissen. Er will es von den jeweiligen Köchen wissen, ob die auch selber wissen, dass sie alles da haben. Und was sie anrichten müssen, weil der Unterschied ist zu sonst, wir haben hier kein normales Buffet, sondern alles wird auf Teller angerichtet. Alles. Das heißt, der Gast kommt mit einem fertigen Teller. Ist traumhaft, ich finde das traumhaft schön, ja, weil du einfach einen fertigen Teller bekommst. Das ist so, als wenn du quasi, ja, hört sich jetzt doof an, aber wie in der Sushi-Bar, nur dass du, ne, ja, dass du das Schiff bist, was rumfährt. Ne? Ja. Ja. Ja, also ist jetzt ganz klassische Kosteneinteilung, was wird gemacht, wie wird was gemacht. Dann sieht man hier oben, ne, sieht man Dialog vom Kalb, Tafelspitze und Rücken mit Kaffee de Paris, unter glasierten Rübchen. Das steht immer da oben drüber, damit die Gäste, die Köche nicht fragen müssen, was haben sie denn da? Wir haben natürlich eine Speisekarte auf dem Tisch, ne? Und es stehen immer die jeweiligen Schilder noch oben drauf. Ne? Sodass das alles immer schön safe ist, ne? Dass sie genau wissen, das bekomme ich jetzt hier. Ne? Übrigens, eine Frage war, wer das Sagen hat. An so einem Abend wie heute habe ich hier in der Küche
Ich würde mich hier nicht mehr einmischen. Ja, auch wenn ich der Chef bin, ich mische mich hier nicht mehr ein. Das ist, die tanzen hier heute Abend, ja, und wenn sie mich bräuchten, würden sie was sagen. Aber wenn die nichts sagen, dann halte ich mich da raus. Okay? Und natürlich ist der König der Küchenchef und auch der Dirk, der steht dahinter, ist ebenfalls der Küchenchef. Die beiden vertreten mich. Ich muss nicht da sein. Ja? Ich mache das zwischendurch mal ganz gerne, aber dann habe ich von Anfang an die Kochjacke an und bin auch von Anfang an mit in den Produktionsprozess mit dabei. Bin ich das nicht, komme ich nicht am Tag der Veranstaltung und fange hier an rumzukommen. Das mache ich nicht. Das wird die nur durcheinander bringen. Ist Quatsch. Ja? Also, um auf die Frage zu antworten aus dem Heiligabend-Video. Wenn der König für den Abend als Küchenchef eingeteilt ist, dann hat der das Sagen. Dann gehe ich auch nicht hin und sage, wir machen das jetzt so und so. Das würde ich nur im äußersten Notfall machen. Nur im äußersten Notfall. Und dann auch nur unter vier Augen, sodass er das selber dann seinen Leuten beibringen kann. Nicht ich, sondern er. Ja? Das gleiche gilt übrigens auch für dir. Ich bin jetzt hier nur rein. Mach mal einen Cut, ne? Hä? So willst du ihn geben? Ja. Das ist kurze Pause, ne? Ja. Danke. Ist gerade ein Gast gegeben. Bevor ich das vergesse. Ja, nicht mehr. Gerne, das ist euer. 19 Uhr, ne? Ja. Ich habe gerade noch mal so die erste platziert. Ich sitze gleich schon. Ja. Also, geht diese bollerige Hose auf den Sack, ne? Ich kann das nicht haben. Ich kenne das. Ich wahnsinnig. So, also. Haben wir ja schon gesagt, ne, und so weiter. Chorizo. Ist die abgezählt? Das ist also typisch, das muss ich zeigen. Das ist so eine typische Kochnummer. Pass auf. Das ist hier der Posten vom Walli, ja, vom Valentin. Hier ist jetzt ein Wok eingelassen, also ist ein portabler Wok. Dahinter, kannst du, warte mal, pass auf, das hier, ja, guck mal, das ist eine Wok-Einlassung. Das ist eine Wok-Einlassung. Dann bist du gleich bei mir oben. Jawohl. Ja, das heißt, die Küche, die ist mal irgendwann geplant worden. Und dann haben sich die Abläufe geändert, sodass das nicht mehr passt. Also helfen sich die Köche selber und bauen dann irgendwas anderes dahin. Ob das besser ist oder nicht, mag ich jetzt nicht entscheiden. Wenn die damit klarkommen, und das werden wir ja heute Abend sehen, bin ich damit völlig fein. Alles gut. Ne? Ich werde es ja sehen, die Frau Hanschmann macht das. Ne? Frau Hanschmann, Sie sind heute hier, ne? Oder? Ja, alles klar. So, dann gehen wir einmal nach vorne. Da ist der Pascal, glaube ich, noch. Und, ach ja, wir kommen jetzt in der Backstube vorbei. Oh, jetzt ist hier Action. Entschuldigung. Eine Runde Zitronen und jetzt müssen wir das geben. Okay, jetzt geht es los, weil die Gäste kommen jetzt vom Empfang, setzen sich hin. Jetzt wird das ein bisschen hektisch. Ne? Von wo gehen dann gleich die Vorspeisen? Von da oben. Ah, okay. Hm. Ja, durch. Kommen da noch mehr, oder? Nee, gut. Das nee, noch mehr Menschen. Nee. So, hier hinten ist dann die Station vom Corti. Guck mal, da ist er schon. Corti macht hier hinten Zuckerwatte. Ja, sagt er. Sieht schon gut aus da. Ja, ist ja nur ein Muster jetzt, da fehlt ja dann noch der ganze andere Kram, der da noch drauf kommt. Ja. Aber es wird ein Spaß für alle. So, jetzt sind wir hier vorne, jetzt kommen wir hier am Dessertbuffet raus. Hier vorne ist unser Grill, das ist ein Holzkohlegrill, den schmeißt der André heute an. Oder bedient den heute Abend. Und dahinter ist ja die Pizzastation, da ist der Pascal. Ich will einmal zeigen. Der Pascal hat heute, also das ist Tradition hier im Haus, dass wir zum Silvester Pizza für die Mitarbeiter machen. Das heißt, also der Pascal kommt extra rein dafür und macht dann abends, also kommt eine Stunde eher und macht dann die Pizza für die Mitarbeiter. So, natürlich haben wir auch die Standardsachen immer da. Ne? Das heißt, ein Salatbuffet ist immer da, angemachte Salate sind immer da,
Und so ein paar, ein, zwei Sachen, die sich die Gäste selber nehmen, die Austern zum Beispiel. Ne? Austern ist übrigens auch so eine, ist eine geile Nummer. Ich weiß nicht, kennst du diese Mr. Bean-Folge, wo der sich so ein Battle liefert mit einem, der sich ein Dutzend Austern bestellt? Ja, kennst du, ne? Ja. Okay. Das ist übrigens eine wahre Geschichte, das Ding. Wenn du zu viele Austern isst und das nicht gewöhnt bist, dann wird das eine sehr, sehr schlimme Nacht für dich. Ja, das ist unangenehm. Eine sehr schlimme Nacht. Also sich mal eben mit der Frau ein Dutzend Austern zu teilen, eine Flasche Champagner, wenn du das nicht gewöhnt bist. Nicht machen. Garantiere ich dir, machst du alles, aber keine Liebe in der Nacht. Garantiert nicht. Ja. Also doch, machst du, aber das mit Frau Kaldewey, ne? Also, jetzt ist hier gerade ein bisschen Action, ein bisschen Hektik auch. Ne? Weil Austern sind sehr empfindlich, also vermeintlich empfindlich. Und jetzt ist das Eis hier drauf gekommen, hier ist es sehr warm. Das ist zwar gekühlt hier, aber natürlich schmilzt das irgendwann. Und dann läuft das Wasser hier runter, dann willst du alles mit haben. Das heißt, es muss perfekt sein, wenn die Gäste gleich zum Essen kommen. Dann muss das perfekt sein. Und dann, das wird es sein. So, und deswegen geht das jetzt hier ein bisschen zügig. Ne? Bei den Austern haben wir jetzt hier eine Sylter Royal genommen, das ist eine Felsenauster. Schön fleischig, lecker. Ja, wobei, lecker ist auch immer so eine Sache. Ne? Wenn ihr keine Austern mögt, also wenn ihr nicht wisst, wie das schmeckt, es schmeckt salzig in erster Linie. Ne? Salzig, kalt. Ja, das will ich. Konsistenz ist halt ungewöhnlich. Ja, die Konsistenz ist halt glibberig. Ne? Ist ja. Ja. Leg mal ein Weingummi, ein Gummibärchen. Leg zwei Gummibärchen ins Wasser, warte eine halbe Stunde und dann schlürft die. Von der Konsistenz her ist das so. Ja. Ja. Dann gehen wir nach vorne. Ne? Einmal da ist noch unsere Kochstation. Ja. Also unser Küchenstudio. So, also hier sind wir in unserem Küchenstudio. Ne? Hier ist genau das gleiche Programm wie drinnen auch. Hier wird alles auf Tellern angerichtet. Die Gäste kommen hier hin, nehmen sich also den fertigen Teller komplett weg. Achtung, wenn ihr bei uns zu Gast seid. Ja, die Dinger sind heiß. Ne? Also bitte nicht wundern, die sind wirklich heiß. Sowieso, wenn euch der Koch sagt, ist heiß, ist es heiß. Ist es heiß, ja. Ja, dann sehen wir uns gleich oben bei der Vorspeise. Ne? Okay. So, ich stehe jetzt hier oben. Das ist ein Banketteingang, ja. Und die fangen jetzt an, den Hummer einzusetzen auf die Teller. Ne? Und das ist der Hummerschwanz. Ne? Ausgelöst und dann wieder reingelegt. Und dann ist das mit einer Hollandaise überbacken. Und wird dann heiß nochmal auf dem Teller serviert. Also nicht einfach nur den Hummer durchgeschnitten, sondern der Hummer gekocht, Schwanz ausgelöst, also angekocht nur, ne? Schwanz ausgelöst, dann gegrillt und dann kurz nochmal gratiniert. Sehr lecker. Ja, dazu gibt es ein bisschen Salat, geröstetes Brot und eine Rouille. Ich sag dann Go, könnt ihr aussehen? Ja, komm mal her. Gehen wir vorne, ist jetzt gerade Kommunikation, ja, Küchenchef Dier mit Serviceleitung. Ne? Er sagt dann jetzt, wie er es gerne haben möchte. Er möchte gerne, dass einmal alle Teller hier vorne eingerichtet sind. Dann nehmen alle Kellner, die da sind, alle Teller, die da stehen, einmal auf. In die erste Reihe. Und dann gehen alle Köche hin und machen die nächste Reihe fest, bis alle Stapel weg sind. So. Jetzt kommt die Ansage, keiner mehr durch die Küche laufen, ne? Weil jetzt hier unten werden die heißen Bleche nach oben gelaufen und wenn die Kellner da unten durchlaufen, dann wird das ein bisschen hektisch. Kurze Frage, wo sollen die denn nachher runterlaufen? Sollen die hierher laufen? Das wäre ein bisschen weit. Von den ersten Tischen dann von mir aus da und danach? Das Kaminzimmer, Empore, weil von mir aus. Hier ist immer Gegenverkehr, weil wir auch vegan und vegetarisch noch anrichten. Deswegen. Okay, aber ich würde tatsächlich für da unten würde ich den direkten Weg gehen. Genau. Ja, ne? Dann machen wir das so. Wo macht ihr denn zuerst? Da unten dann oder hier? Das, wir fahren erstmal in den Kaminzimmer. Ja, dann gehen sie hier oben zuerst raus. Genau, die zwei. Ja. Dann geht's zum Ende. Alles klar. Alles klar. Habt ihr gehört, ja? Der Service läuft dann gleich hier. Ja. Gut. Ein bisschen Gefahr, bitte. Ja? Genau, Kontrolle bitte nochmal. Ja.
Philipp, aber nicht ich schon. Hast du mal, Philipp? Ja, Philipp. Lass mich weiter reichen, komm. Ja, ich bin dabei, alles gut. Emina, du weißt doch, wie die Rudi ist, dann gibt's ihn doch, der sucht ihn. Der läuft da noch ab. Diese rote Rose, die du dir auch nicht. Ja, ja. Also, jetzt ist hier in der Aufregung, der Marlo schneidet jetzt schon hier alles auf Maß, sage ich jetzt mal zurecht. Hier werden jetzt die ersten Teller angerichtet. Ja? Wo sieht der ganze Spaß dann aus? Was ist jetzt hier das? Da ist der heiß. Duett vom Kalb. Oh, ist der heiß. So. Was passiert jetzt? Jetzt kommen alle Gäste, die schon ihre Vorspeise aufgegessen haben, kommen jetzt hier rein, nehmen sich das weg, was sie möchten und bedienen sich hier nach Herzenslust. Ich bin jetzt gleich nicht mehr zu hören, weil hier zu meiner Rechten, ich weiß nicht, ob du das einmal filmen kannst, hier steht eine riesige Box. Und was lassen wir gleich laufen, Herr König? Schlager. Schlager lassen wir laufen. Warum lassen wir Schlager laufen? Die Leute lieben Schlager, aber keiner traut sich das zu sagen. Schlager macht gute Laune, sogar der Alexander, ja? Der Alexander, der war mal, der hat mal im Chor gesungen, sogar der mag Schlager. Nicht wahr, Alexander? Ja. Der Chormann ist immer noch im Fanfaren aktiv. Genau, also, ja, der Stefan macht ein paar schöne Bilder und wir hören uns dann gleich wieder. Macht's gut, ciao. Die Schlacht ist geschlagen, Krieger sind müde, einige haben überlebt, andere nicht. Nein, das ist alles gut. Also meine Stimme ist ein bisschen in Mitleidenschaft, aber ansonsten sehen hier alle sehr, sehr glücklich aus. Jetzt geht es ja ans Aufräumen.
Wir quatschen noch ein bisschen mit den Gästen und so. Der Korti hat noch ein bisschen was zu tun. Sollen wir mal vorne beim Korti gucken gehen? Niemals mal beim Korti gucken. Zuckerwattemaschine habe ich schon gesehen, die läuft auch schon. Ja. Leiser. Korti ist im Dunkeln. Da. Ich bin gerade am Käseteller. Ja, dann? Okay. So. Es gibt tatsächlich noch jemanden, der Käse möchte heute. Ja, einer will Käse. So, jetzt kann man einmal hier um die, sieht man das? Um die Ecke schauen. Ja, Lina macht jetzt da Zuckerwatte. Ne? Und die Themen, also ich sag mal, die Desserte, die wir haben, haben Themen. Ne? Das ist jetzt hier ein Barbie Girl Tellerchen, ja? Mit After Eight Creme und Zuckerwatte und schön rosa angesprüht und so. Honig-Mohn-Mousse. Das Lied könnt ihr heute Abend nicht mehr, könnt ihr nie wieder hören. Nie wieder. So, jetzt gehen wir noch einmal nach vorne zum Buffet. Dann nehme ich das. Hier haben wir auch noch. Komm mal ein Stückchen weiter. Hier. Das ist das Dessert One Piece. Ne, wir haben ja gesagt, der Korti ist ja ein ganz großer Anime-Fan. Schaut mal. Hat er sich echt in. Ja, schick, ne? Sehr, sehr schick, ne? Mit Kompass und. Ne, guck mal, wie die Creme da aussieht. Das sieht richtig toll aus. Ja, voll. Vielen Dank. Dankeschön, ganz lieb, vielen Dank. Ihr kennt schon viele Silvestermenüs, aber ja. Das ist wirklich sehr gut. Ja, wir kochen können wir. Ja. Ich sage immer, ich kann auch kochen, aber was noch besser ist, ist dann wirklich... Ja, gut, okay. Ne? Ja, ist was anderes. Ne? Ja. Die Ideen allein. Ne? So, ich finde zum Beispiel Barbie da vorne. Ja, toll. Das ist eine tolle Idee, ganz neu. Ja, gut, das ist jetzt hier aus der Zeichentrickserie. Ja, ne? Ja, habe ich schon gesehen. Ja, ja, ja. 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 Das ist toll. Ja. Das hier ist Salzwedler Baumkuchen übrigens, ne? Tatsächlich aus Salzwedel. Für uns hergestellt worden. Wirklich, ich liebe Salzwedler Baumkuchen. Lecker. An der Stelle dann schöne Grüße. Wirklich, wirklich lecker. Habt ihr gute Arbeit heute? Okay. So, jetzt sind wir durch hier, ne? Mit allem, Zip und Zap. Und der Pascal schneidet dann noch die Bratwurst für heute Abend. Also Currywurst macht er. Korti macht jetzt auch Feierabend. Darfst du durch, ne? Geh ruhig durch. So, und weil die Frage gerade aufkam, oder weil die ja vorhin schon mal aufkam, wir gucken jetzt aber einfach mal, wir gucken einfach in die Spüle. Ne? So. Okay. Ich mache einmal die Musik aus. Ja. Ist gar keiner da. Hier ist gar keiner da. Sind die weg, oder was? Bestimmt kurz Pause machen, oder? Sie kurz Pause machen. Also, bitte? Vielleicht sind sie eine Rauchen. Ja. Ja, das kann sein. Ja, das wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich eine Rauchen. Also, guck einmal hier hinter, nur dass man das mal gesehen hat. Ne? Also, jetzt ist natürlich hier gerade auch richtig, richtig Action. Ne? So, und was machen wir hier? Bei uns ist es so, die Spüler, die jetzt hier arbeiten, die haben jetzt gerade erst angefangen. Wir haben jetzt übrigens 21:45 genau. Zur Info. Viertel nach zehn. Die haben jetzt erst angefangen und die spülen jetzt alles weg. Ne? Da ist jetzt einer, der Andi. Ja, du kannst, komm ruhig her. Komm ruhig her. Komm. Das ist der Andi Serrano. Ja. Andi ist ein Multitalent, will ich einmal ganz kurz sagen.
Du bist ja nicht nur, bis heute bist du Spüler, ne? Heute bin ich Spüler. Heute bist du Spüler, aber was machst du sonst noch bei uns? Läufer. Läufer am Buffet. Ansonsten bist du Küchenhilfe noch, ich machst du nebenbei, ne? Als nebenbei. Genau, machst du nebenbei. Also als Aushilfe. Als Aushilfe. Genau. Wie lange bist du jetzt bei uns insgesamt? 12 Jahre. 12 Jahre. Und Silvester ist eine Tradition, das machst du mit deinem Kumpel Udo, das ne? Das mache ich ja mit Udo, schon 10 Jahre jetzt. Genau. Und ihr habt jetzt gerade erst angefangen, ne? Ich habe gerade angefangen. Genau. Und ihr macht morgen früh um 7 Uhr. Genau, ihr macht jetzt alles weg, was da ist, damit die morgen direkt wieder anfangen können zu arbeiten. Das machen wir. Ne? So. Dankeschön. So. Okay, jetzt habt ihr den Andi auch mal kennengelernt. So. Und Andi ist mein Bodyguard. Okay. Ja. Gehen wir nochmal nach vorne, oder? Ja. Ja, gehen wir nach vorne. So, wir haben uns jetzt hier ins Bistro zurückgezogen, weil es da vorne zu laut ist. Ja? Die Band spielt da vorne, die Leute tanzen. Und ja, ich sag mal, die tanzen jetzt zum Jahreswechsel, bis in den Jahreswechsel hinein. Beim Jahreswechsel wird den filmen wir übrigens nicht, ne? Das nur mal so am Rande. Da wird es so sein, wir machen hier kein Feuerwerk aus bekannten Gründen, sondern draußen wird dann ein Sektempfang gemacht und dann wird mit 2024 eingeblendet. Beziehungsweise wird so beleuchtet, ne, mit so Leuchtschläuchen und so weiter. Und der Teich ist ganz toll beleuchtet. Und dann wünschen sich alle ein frohes neues Jahr und man stößt mit Champagner an und so weiter. Das ist so, so wird der Jahreswechsel hier gefeiert. Dann gehen alle wieder rein, dann wird noch ein bisschen weiter gefeiert. Es wird ein Mitternachtsbuffet aufgebaut. Ja, also Essen satt, Berliner Ballen, da freue ich mich immer ganz besonders. Ich liebe Berliner Ballen. Ja, und dann... herzlich willkommen 2024. Ne? So, jetzt, wenn man hier rausfilmt, ich weiß gar nicht, ob das auch ist. Ich kann da, glaube ich, einfach durch das Fenster da filmen. Ja, kannst du auch. Da geht's ab. Aber wir wollen natürlich unsere Gäste nicht jetzt in ihrer Privatsphäre stören. Richtig, ganz genau. So, das ist ein Tanzbereich. Wir haben auch noch einen zweiten Dancefloor. Den haben wir auch noch. Können wir da von oben einmal reinfilmen? Geht ja, das machen wir. Ja, machen wir. Gehen wir einmal darüber, das ist nämlich eine Rezeption. Ihr werdet mich da jetzt nicht reden hören, weil das auch da ist einfach unfassbar laut. Okay. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal einmal kurz ins Getränke-Office, machen die Verabschiedung und genau, dann ja, sehen wir uns genau da gleich nochmal kurz wieder. Ne? So machen wir es. Da geht's ab. So, also, ihr seht das jetzt, hier kommen jetzt auch die ganzen Getränke zurück, ne, beziehungsweise die Gläser zurück, was an den Tischen gestanden hat. Die Flaschen, die in den Stationen waren, in den Kühlschränken in den Stationen, kommen jetzt zurück, werden dann entweder, ja, das sind ja offene Weine, sag ich mal, verkaufen glasweise, kommen dann wieder zurück in den Kühlschrank und werden dann in den nächsten Tagen abverkauft. Weine, die natürlich nicht mehr gehen, weil halt nur noch so ein kleiner Schluck drin ist oder was. Die kommen in die Küche zum Kochen. Ne? Also nur, dass man das gehört hat. Ja, sonst hier passiert jetzt nichts mehr. Also wie gesagt, hier ist jetzt nur noch Party angezeigt, ne? Und danach ist nur aufräumen. Ja, okay. Also du haust jetzt ab, ne? Sowieso. Ich mach mich gleich auf den Weg, ja. Machst dich auf den Weg. Ich bleib noch ein bisschen hier. Bist du noch ein paar Hände schütteln ja nachher? Ich muss mich mit meinem Hund verziehen. Ja, das ist vernünftig. Das ist eine sehr gute Sache. Okay. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, euer Jahr 2024 wird das beste Jahr, was ihr jemals hattet. Und ich hoffe, 2023 war für euch auch schön. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.